Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Schlagzeilenrevue. Martin, was haben wir die Woche? Emanzipation, die blinde Justiz und ein sauberer Abgang. Dann lass uns einen sauberen Einstieg machen. Martin, was war los, Schwarz-Blau die Woche? Ich weiß nicht, ob du es gelesen hast in der Heute. Der Verteidigungsminister will 3 Milliarden, um das Bundesheer einsatzfähig zu halten. Eh nur. Ja, und er will damit den Grundwehrdienern ein Gehalt zahlen. Zumindest in der Höhe der Mindestsicherung. Der macht eigentlich fast ein Berufsheer draus. Nice. Und was sagt der Innenminister dazu? Ja, der Innenminister ist beschäftigt. Womit diesmal? Naja, vorher hat er das BVD fast zerstört. Und jetzt gruppiert er das Innenministerium um. Okay. Er macht eine Sektion für Fremdenwesen. Das klingt für mich geschichtlich belastet, der Ausdruck. Er ist der beste Innenminister aller Zeiten, wenn man dem Strache glaubt. Da ist mir was aufgefallen. Was? Hast du die andere Meldung in der Heute gelesen? Der französische Innenminister, Premierminister. Der Macron, genau. Sucht einen Innenminister und findet keinen. Hey. Genau. Wir könnten doch ein ganz Leasing-Programm starten, oder? Genau. Wir vermieten in Kickel. Ja. Den besten Innenminister, Anna Macron, und zahlten halt trotzdem weiter. Das leisten wir uns. Ja, eben, also der Macron hat mehr Ausländer. Genau. Da blüht er sicher auf, der Kicker. Übrigens, Zahlen. Ja? Ich bin ja dafür. Hast du das gelesen mit dem Strache übrigens? Ah, herzliche Gratulation, lieber Vizekanzler, zum Nachwuchs. Eben, er kriegt drittes Kind und er überlegt, in Babypause zu gehen. Vorbildlich. Ja. Wobei nicht genau weiß, wie das zur FPÖ zusammenpasst. Gar nicht. Ist aber wurscht. Okay. Ist völlig wurscht. Ich bin dafür, dass wir spendabel sind und dem Vizekanzler die Babypause bezahlen, 5 Jahre lang. Und Martin, diese Woche, was war's? Die Mauer oder Steuern? Was hat der Trump gemacht? Es wäre schön, wenn es wieder einer seiner Klassiker war. Okay. Aber wir sind immer noch beim Kevin hängen geblieben. Nein. Mit einer für mich sehr verstörenden und traurigen Schlagzeile. Kevin vereidigt. Trump feiert Triumph. Hm. Ich verstehe es nicht. Er wird beschuldigt, dass er sexuell eine Frau belästigt hat in seinen Jugendjahren. Es ergibt ein Hearing, wo er super schlecht ausschaut dabei. Es gibt eine FBI-Untersuchung, die, wie du letzte Woche schon richtig gesagt hast. Genau. Aber wie zwar, das einzig annähernd irgendwie Positive kann man für die USA da rausholen, dass es wieder einmal Beweis ist, dass die Justiz in den USA blind ist. Naja, und in dem Fall vielleicht auch taub. Mit Sicherheit, ja. Taub, gutes Stichwort. Der Trump wird sicher nicht taub sein in den nächsten Tagen, denn es bahnt sich ein neuer Musikhit auf YouTube an. Ach so? Yep. Der Trump hat ja im Zuge dieses Kavanaugh-Skandals, sage ich jetzt einmal, folgende Meldung von sich gegeben. Für Männer ist es eine beängstigende Zeit. Mhm. Alles, was wir machen, ist falsch. Mhm. Das hat sie Lindsay Lab, eine YouTuberin, zu Herzen genommen und hat daraus einen wirklich hörenswerten humoristischen Song getextet. Und den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung oder auf unserer Facebook-Seite. Schaut rein, lohnt sich auf jeden Fall. Und wenn wir schon bei einer starken Frau sind, gehen wir gleich zur nächsten. Nämlich Nikki Haley. Wer ist das? Gute Frage. Bei uns eher weniger bekannt, aber in den USA eine enge Vertraute von Trump. Mhm. Sie war bei der America First Bewegung ganz vorne dabei. Okay. Und sie ist UN-Botschafterin für die USA. Mhm. Und das Erstaunliche bei ihr ist, sie steigt aus der Politik, aus der Trump-Administration, in einen Western Trump-Sumpf. Naja, und was hat er für Tweets nachgeworfen? Lobeshymnen. Wirklich? Sie ist die Erste, die aussteigt. Und mit Bravour und Bussi Bussi, sie ist die Beste. Aus der kann noch was werden.
Warum lesen wir die heute? Damit wir was lernen. Und was hast du gelernt die Wochen? Ich bin nicht allein in meinem Kampf gegen die Text-Swipe-Zombies. Gegen was? Text-Swipe-Zombies. Was ist das? Menschen, die die ganze Zeit durch die Straßen laufen, mit den Texten, Kopfhörer in die Ohren, das ist eine Verkehrssünde und Gefährdung. Und die Kuratorin von Verkehrssicherheit sieht das auch so. Mhm. Und die haben das wie schon am Montag gemacht, wie ich das machen würde. Die haben nette Airbags um Straßenlaternen und so gemacht, damit die Leute aber sicher anrennen können. Ich hätte eine Alternative. Was wäre das? Man könnte den Airbag rund um die Leute machen. Bubble Boy Style. Sehr geil. Was hast du gelernt die Woche? Hast du das Video gesehen mit dem zerstörten Kultbild? Von Banksy? Ja, in der Sauce. Ja, klar. Wir haben das geschreddert. Ja, und jetzt ist es mehr wert wie vorher, genau. Gell? Aber was ist deine Erkenntnis? Das könnte man mit der Österreich machen, mit der Zeitung Österreich. Ah, du meinst jede Ausgabe schreddern? Genau. Ja, aber die ist ja schon gratis. Und umsonst. Ja, meine Damen und Herren, das war's wieder mal. Deswegen lesen wir die Österreich. Heute. Anyway, vielen Dank fürs Reinschauen. Liebe Zuschauer bei Okto, wir sehen uns. Montag, 20 Uhr. Jede Woche. Und danke fürs Reinschauen. Ciao. Ciao. Und von euch im Internet, natürlich wie immer, verabschieden wir uns mit der Bitte. Liken, teilen. Kommentieren. Teil, jetzt wollte ich schon wieder Englisch reden, gell? Ja. Anyway, vielen Dank fürs Reinschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder am Sonntag. Und ja, passt, oder? Habt ihr's gut. Baba. Ciao.